Heute, Leute, werden wir zuschauen, wie Sam Lucky Minecraft durchspielen wird. Aber wir werden nicht nur zuschauen, wir werden ihn dabei pranken. Sam Lucky, du kannst dich auf was gefasst machen. Nämlich, Freunde, habe ich mir extra einen Morph-Mod runtergeladen und noch ganz, ganz viele andere Mods. Und mit den Mods kann ich mich einfach zu OP-Boss-Mutanten verwandeln. Schaut euch das einfach an, sowas habe ich noch nie gesehen. Und, Freunde, ich habe schon eine Idee, als was ich mich als erstes verwandeln werde. Ich weiß ja, dass Sam Lucky eigentlich Hunde mag, aber ob er auch solche Hunde mögen wird, ich weiß ja nicht. Sieht der nicht einfach nur gefährlich aus? Okay, ich würde sagen, wir schleichen uns einfach mal hinter ihn und mal schauen, wie er reagieren wird. So, er darf uns nicht sehen und perfekt. Ich habe so viel Holz gefarmt, Freunde, damit kann ich mir ein richtig schönes Haus bauen. Warte mal, Freunde, wie kann das sein, dass Sam Lucky mich nicht sieht? Ich bin doch genau hinter ihm. So, hier nochmal hochbauen. Und hier noch ein... Oh Mann, wow, was ist denn das? Leute, ich bin ein ganz gefährlicher Hund. Schaut euch an, wie gruselig der aussieht. Yo, du süßer Hund. Magst du auch Tomaten? Komm hier, vielleicht kann ich ihn ja aufzählen. Aber warum siehst du so schwarz aus? Warte mal, was? Er hat überhaupt keine Angst vor mir. Na gut, das können wir ja ändern. Ey, sieht so aus, als ob du diese Tomaten richtig stark mag. Hier, du kriegst noch mehr Tomaten von mir. Was ein süßer Hund. Sam Lucky. Und jetzt werden wir ihm ein bisschen Angst machen, Leute. Oh! Oh Mann, ich dachte, du wärst ein lieber Hund. Haben dir die Tomaten nicht gut getan, oder was? Ja, Freunde, die Tomaten haben mir ganz und gar nicht gut getan. Ich bin einfach zum Riesenhund geworden. Alter, Freunde, schaut euch an, wie der aussieht. Das sieht überhaupt nicht mehr normal aus. Er hat einfach ein drittes Auge oben auf seinem Kopf. Oh nein, er verfolgt mich einfach immer noch. Was soll ich nur tun? Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht hilft dir Fleisch. Oh, komm her, Miezekatze. Hier, bisschen Fleisch. Freunde, ich bin keine Katze. Was redet der da? Komm her, Mann. Ah! Das hat doch immer nicht geholfen. Ich muss hier weg. Oh, hier ist ein Tempel. Ich verstecke mich einfach im Tempel. Hier wird er mich niemals finden. Freunde, Sam Lucky denkt wirklich, ich werde ihn dort im Tempel nicht finden. Keine Sorge, ich werde hier vorne einfach warten, bis er herauskommt. Oh nein, Mann, der wartet da vorne ja immer noch. Hoffentlich sieht er mich nicht. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Ich baue mich hier einfach raus. Da findet er mich niemals. Freunde, ich habe eine sehr gute Idee. Solange er sich dort rausbaut, verwandle ich mich schnell in ein anderes Monster. So, Freunde, ich würde sagen, das passt perfekt. Ein Wüstenmonster in einer Wüste. Oh Mann, wie gefährlich sieht der denn bitte sehr aus? Na gut, schnell dorthin, bevor Sam Lucky hier rauskommt. Let's go! Ich habe diesen Wolf einfach sowas von outdribbled und outplayed. Der wird mich niemals finden. Ja, was ist denn da? Und jetzt, Freunde, würde ich sagen... Oh nein, was machen denn diese ganzen vielen Monster hier? Ich wollte doch nur ganz normal Minecraft durchspielen. Naja, da muss ich wohl wieder mal schnell wegrennen. Sam Lucky rennt einfach vor mir weg. Aber keine Sorge, ich habe schon eine Idee, wie wir ihn weiter pranken können. Ihr wisst ja alle, so ein Sandmonster kann bestimmt auch die Sandblöcke einfach hochheben und dann auf ihn schleudern, oder nicht? Genau, Freunde, das kann ich nämlich mit diesem Item. Ich würde sagen, wir nehmen uns einfach diesen Sandblock und jetzt werden wir den auf Sam Lucky schmeißen. Aber wo ist Sam Lucky überhaupt hin? Oh nein, wir müssen ihm schnell folgen. Oh Mann, was dachte sich nur dieses Sandmonster? Ich bin ihm entkommen. Immerhin bin ich ein König. Let's go. Nein, Sam Lucky, du bist mir auf keinen Fall entkommen. Schau doch einfach mal über dir. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns diesen Block. Ein ganz normaler Tag. Was soll auch nur passieren? Let's go. Ich baue einfach ein bisschen Sand. Oh, was war denn da? Oh nein, das Sandmonster ist doch immer hinter mir her. Komm her, Sam Lucky. Ich hab dich gleich. Schnell ich hinterher. Ich hab es jetzt los. Und warte mal. Mit was hat es mich gerade eben attackiert? Mit Sandblöcken? Ey, was kann das bitte sehr? Perfekt, Freunde. Sowas hat er auch noch nie gesehen. Ich habe eine Idee, du dummes Sandmonster. Ich werde einfach ins Wasser gehen. Ich weiß ja ganz genau, wenn Sand Wasser berührt, dann wird es steinhart und kann sich nicht mehr bewegen. Haha, let's go. Ich glaube, Freunde, der meint eigentlich was anderes, aber im Prinzip hat er recht. Als Sandmonster kann ich auf keinen Fall ins Wasser, sonst werde ich mich einfach auflösen. Aber ich habe schon eine gute Idee, mit welchem OP-Boss wir ihn im Wasser pranken können. Und ich würde sagen, Freunde, wir übertreiben jetzt komplett. Was ist das denn bitte sehr? Das ist ein riesen Kraken und ich sehe das selber nicht mal, weil er so groß ist. Egal, Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier unten ins Wasser rein und verfolgen einfach mal Sam Lucky und mal schauen, wie er reagieren wird. Oh Mann, was dachte sich eigentlich dieses Sandmonster? Mit Samler kann es sich auf keinen Fall anlegen. Warte mal, was ist das dort hinter mir? Ist das etwa ein Riesen-Seetentakelmonster? Ich muss hier schnell weg! Freunde, Sam Lucky ist komplett am Ausflippen. Aber ich wäre auch natürlich komplett ausgeflippt, wenn ich auf einmal so ein Riesenmonster im Meer sehe. Freunde, lasst jetzt alle ein Like da, falls ihr euch auch so erschrecken würdet wie Sam Lucky. Okay, ich hab ne Idee. Ich benutze einfach dieses Boot. Hoffentlich frisst das mich nicht. Ich muss hier ganz schnell weg. Oh nein, das ist immer noch hinter mir her. Aber so schnell wie ich ist es nicht, Freunde. Was mache ich denn jetzt? Ich habe eine Idee, als was ich mich als nächstes verwandeln werde. Okay, Freunde, damit wir ihn jetzt schnell einholen, würde ich sagen, verwandeln wir uns jetzt als OP-Bossvogel. Aber, Freunde, das wird kein normaler
Vogel sein. Das wird ein blitzspeiender Vogel sein. Dieser Vogel ist richtig, richtig gefährlich, denn wie ihr sehen könnt, erzeugt er einfach Blitze. Ich würde sagen, wir müssen jetzt schnell Sam Lucky verfolgen, denn er ist schon richtig, richtig weit gefahren. Aber schnell dahinterher. Schaut mal, wie schnell der ist. Oh Mann, ey, der Tag war wirklich richtig anstrengend. Irgendwelche OP-Mutantenbosse waren hinter mir her. Seit wann gibt es überhaupt sowas in Minecraft? Ich will doch nur Minecraft durchspielen. Naja, jetzt wird mir nichts mehr passieren. Freunde, das denkt ihr noch nicht wirklich. Einen Moment mal, Sam Lucky. Pass auf, was ich jetzt mit dir machen werde. Und... zack! So, let's go! Und, warte mal, warum Donnerstag... wow, was ist denn das da oben? Und der spaltet Blitze! Oh nein! Freunde, mit diesem Command kann ich einfach Blitze erzeugen. Ich würde sagen, wir verfolgen ihn jetzt und werden über ihm einfach Blitze spawnen. Let's go! Oh nein, Mann, der macht ja richtig viele Blitze und ich wurde getroffen. Oh, was macht dieser Felix neben mir? Geh doch einfach weg, Junge, lass mich in Ruhe, ich versteck mich hier. Hier kommst du nicht rein. Ach, Sam Lucky, du weißt wohl nicht, dass Wolle brennt. Wow. Oh, ich hab schon wieder Schaden bekommen. Oh nein, Wolle brennt ja. Warum habe ich das vergessen? Ich muss hier ganz schnell weg. Was mache ich nur? Warum immer ausgerechnet ich? Ach, Freunde, Sam Lucky tut mir schon ein wenig leid. Ich meine, wir sind einfach ein OP-Boss-Vogel und pranken ihn komplett. Er wollte doch einfach nur Minecraft durchspielen. Warte mal, er ist in der Höhle gerannt? Hier wird der Phönix mich niemals kriegen. Oh nein, da ist er ja. Weißt du was? Ich gehe jetzt noch tiefer rein. Du kannst nur oben stark sein, aber in der Höhle ganz bestimmt nicht. Ist das dein Ernst? Er versteckt sich einfach in einer Höhle? Na gut, Freunde, ich habe eine Idee. Ich habe nämlich einen richtig guten OP-Boss, den ich in der Höhle anwenden kann. Oh, ist das eklig. Lass mal alle ein Abo da, falls ihr nicht wollt, dass diese eklige Spinnenkreatur bzw. Schweinenspinnenkreatur in euer Zimmer kommt am Abend und in euer Bett krabbelt. Ich würde jetzt schnell ein Abo da lassen. In 3, 2, 1 und los. Okay, Freunde, ich hoffe mal, dass diese eklige Spinnenkreatur nicht am Abend in euer Zimmer kommt. Aber wir haben jetzt was zu tun. Wir werden jetzt zu Sam Lucky in seine Höhle krabbeln. Freunde, schaut mich an, wie eklig ist das bitte sehr. Der wird sich sowas von wundern, was das für eine Kreatur ist. Warte mal, wir kommen hier überhaupt nicht durch als Spinne. Egal, ich habe eine Idee. Ich habe nämlich das perfekte Item dafür. Wie wäre es, wenn wir dieses OP-Item hier benutzen? Und damit wird Sam Lucky niemals rechnen. Komm her, Sam Lucky, wo bist du? Oh Mann, Freunde, wie sieht das denn bitte sehr aus? Alter, was macht denn diese Spinne hier? Nein, das ist gar keine Spinne. Das ist eine Schweinespinne. Das ist doch viel gruseliger. Weg hier! Nein, keine Sorge, du entkommst mir nicht, Sam Lucky. Und zack, Freunde, hinterher. Komm her. Ich bin jetzt hier. Hier backt alles. Sam Lucky hat so Angst. Aber ich würde auch Angst haben, wenn mich so eine gruselige Spinne verfolgt. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt ein wenig in Ruhe und mal schauen, was er als nächstes machen wird. Er wird sich bestimmt sowas von wundern, was hier für komische Kreaturen überall rumlaufen. Okay, Freunde, ich glaube, es ist soweit. Sam Lucky will jetzt langsam ins Nether gehen. Und ihr wisst, wenn er ins Nether geht, da habe ich noch viel mehr OP-Bosse, in die ich mich verwandeln kann. Das wird richtig, richtig lustig, ihn damit zu pranken. Okay, ich habe die Spinne abgehangen. Was waren das eigentlich für Kreaturen? Ich verstehe das doch immer nicht. Naja, jetzt gehe ich in den Nether rein. Sam Lucky denkt wirklich, im Nether wird ihm nichts begegnen, was vielleicht noch viel, viel schlimmer ist. Na gut, ich würde sagen, wir folgen ihm ganz schnell. Wie wäre es für den Anfang vielleicht mal als Nether-Fledermaus? Na gut, kann ja nie schaden. Und danach schauen wir, in welchen OP-Boss wir uns verwandeln. Das Gute ist, wir können als Nether-Fledermaus alles beobachten und mal schauen, wo Sam Lucky hingegangen ist. Okay, dort vorne ist Sam Lucky. Mal schauen, was er vorhat. So, ich will irgendwie ins Ender-Portal reinkommen, aber davor muss ich Loon töten, damit ich ihre Blaze-Rods kriege. Okay, wo sind hier Loon? Ich habe zum Glück schon eine Nether-Festung gefunden. Freunde, stimmt, er hat eine Nether-Festung gefunden. Aber er weiß gar nicht, was für ein OP-Boss ihn in der Nether-Festung erwarten wird. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schon mal zu den Loon dort hinten hin, weil dort will er ja auch hin. Und dann verwandeln wir uns einfach als OP-Boss. Ich würde sagen, wie wär's mal mit einem Nether-Wizard-Extrem-Monster? Ich habe keine Ahnung, was das ist, Freunde. Aber mit diesem Teil wird Sam Lucky auf jeden Fall nicht rechnen. Was ist das denn für ein Teil? Oh, let's go. Ich habe gerade eben schon eine Lohne getötet. Jetzt fehlt mir nur noch eine. Okay, wo finde ich die? Komm schon, komm. Oh, was ist denn das für ein Monster? Alter! Ich glaube, Sam Lucky checkt gar nicht, was hier für ein Monster ist. Das hier ist das größte Netherite-Monster, welches es überhaupt gibt. Ich weiß zwar nicht, was für ein Monster das ist, aber ich hoffe, es ist blind, so wie der Warden. Es sieht gerade zwar so aus, weil es sieht mich irgendwie nicht. Also, ich muss hier ganz, ganz langsam weg. Bitte hör mich nicht. Freunde, ich habe eine richtig gute Idee, wie wir ihn erschrecken können. Wie wäre es, wenn wir diese Dämonenwaffe nehmen und jetzt einfach auf ihn schießen? Oh!
Alter, was macht dieses Monster nur? Ich muss hier schnell weg. Oh nein, Sam Lucky. Oh nein, ich muss hier schnell weg. Wow, was macht dieses Teil hier schon wieder? Okay, Freunde, Sam Lucky ist uns, glaube ich, entkommen. Hier als dieses Riesenmonster kommen wir leider nicht durch. Aber ich habe schon eine Idee, als was wir uns als nächstes verwandeln werden. Sam Lucky hat keine Ahnung, was ihn erwarten wird, wenn er auf der anderen Seite herauskommt. Okay, das war nochmal knapp, Freunde. Zum Glück habe ich es geschafft und bin diesem komischen Viech entkommen. Naja, jetzt muss ich zurück zum Nether-Portal, um dann endlich ins Ender-Portal zu können. Let's go! Und ich habe hier jetzt schon alles. So, also, wo ist jetzt hier das Nether-Portal? Oh Mann, Freunde, was ist das denn bitte? Ist ja schon wieder so ein komischer Wurm? Freunde, schaut euch das an, wie wir aussehen. Oh nein, dieser Wurm ist genau in meinem Weg. Ich hoffe, ich komme hier durch. Okay, hoffentlich schießt er mich nicht runter. Komm schon, let's go. Freunde, das Ding ist, ich sehe nicht nur gefährlich aus, ich bin auch gefährlich. Schaut mal, was ich hier für ein Item habe. Und damit werde ich jetzt dem Lucky einen Riesenschreck einjagen. Und los geht's. Komm her, Sam Lucky. Sieht mit mir, ich habe noch ein Herz. Ich muss hier schnell weg. Komm her. Freunde, schaut mal an, was ich hier für Explosionswaffen habe. Ich hätte sowas von Angst, Freunde, vor so einem riesen Wurm im Nether. Der sieht so gefährlich aus, Freunde. Schreibt mal in die Kommentare. Würdet ihr euch trauen, gegen so einen Wurm zu kämpfen? Freunde, dort hinten ist irgendwo Sam Lucky. Wir müssen ihn weiter verfolgen und weiter mit diesen Teilen hier abschießen. Oh nein, das Viech ist ja noch immer hinter mir. Ich muss mich hier irgendwie durchkämpfen. Und wo war mein Nether-Portal? Oh nein, dort hinten ist ein Nether-Portal. Ich muss ihn daran hindern, wieder zurück in die andere Welt zu kommen. Er darf doch nicht einfach das Spiel hier durchspielen. Okay, schnell dorthin. Ich würde sagen, von hier oben haben wir eine gute Aussicht, um ihn hier runter zu schießen. Und let's go! Komm her! Oh Mann, der schießt ja schon wieder Köpfe. Oh Mann, ich muss mich hier irgendwie verstecken. Vielleicht hinter dem Nether-Portal. Bitte schieß mich nicht an. Ich habe so wenig HP. Okay, ich habe eine Idee. Ich benutze mein Schild und jetzt muss ich hier noch einen Obsidian-Block hinplatzieren. Und jetzt zünd ich an und renn hier weg. Let's go! Du wirst mich niemals fliegen. Nein, Sam Lucky darf mir nicht hinkommen. Komm her, Sam Lucky. Oh nein, er ist wieder zurück. Na gut, egal. Wir haben ja noch andere OP-Bosse, in die wir uns verwandeln können. So, Freunde, ich habe mich jetzt zurückverwandelt, damit ich schnell ihm folgen kann. Er darf nämlich nicht ins Ender-Portal kommen, bevor ich dort bin. Okay, ich muss nur noch die Enderperlen werfen und dann komme ich zum Ender-Portal. Let's go! Oh nein, Freunde, er will zum Ender-Portal. Aber keine Sorge, Freunde, ich werde vor ihm dort sein und dann werden wir ihm einen richtig, richtig großen Streich spielen. Und wenn ich groß meine, dann meine ich auch richtig, richtig groß. Schnell dorthin, Freunde. Okay, nicht mehr lange und da müssten wir da sein. Sam Lucky darf auf keinen Fall vor mir da sein beim Ender-Portal. Aber ich glaube, so schnell wie wir hier hingeflogen sind, hat er es auf jeden Fall nicht geschafft. Perfekt, ich glaube, in die Richtung geht es, oder nicht? Und hier werde ich mich jetzt hinstellen als OP-Boss. Wir werden uns verwandeln, aber dieser OP-Boss ist noch ein ganz, ganz anderes Level als die anderen. Freunde, wir werden zum sagenhaften Siren Head. Und ich glaube, ihr kennt ihn alle. Er sieht sowas von gruselig aus. Freunde, schaut euch das einfach an. Ich bin so riesig, ich sehe mich selber nicht. Und hier werden wir warten und sozusagen das Ender-Portal bewachen. Okay, das zeigt mir wieder an. Dort vorne geht's lang, aber irgendwie passiert auch gar nichts. Was sehe ich denn dort? Warte mal, ist das etwa Siren Head? Siren Head in Minecraft? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Kann es sein, dass der Wächter vom Enderportal ist? Bitte nicht, Mann. Okay, wir nähern uns mal ganz langsam. Oh Mann, Freunde, ich habe so Angst. Okay, ich habe eine Idee. Wir machen hier jetzt eine Special-Operation. Nämlich springen wir jetzt runter und tauchen hier einfach. Dann sollte er mich nicht sehen, Freunde. Warte mal, Freunde. Was macht Sam Lucky dort unten? Was hat er vor? Er will bestimmt ins Enderportal, aber ich stehe ja hier und er weiß ganz genau, dass Siren Head keine Ausnahmen macht und jedes und alles zerstört, was er sieht. Komm her, Sam Lucky. Schau mal, was ich habe. Oh nein, da macht der richtig viel Schaden. Ich muss hier irgendwie weg. Und dieser Siren Head bewacht einfach das Enderportal. Okay, ich habe eine Idee. Ich werde den dribbeln. Seine Reichweite ist nicht so hoch. Guckt euch das an, Freunde. Er kann nicht so weit schießen. Das heißt, ich werfe jetzt eine Enderpelle. Zack und hoch. Und jetzt werde ich ihn ausdribbeln. Er denkt jetzt bestimmt, ich gehe zu ihm, wird mich wieder anschießen. Aber in echt wird die Enderpelle mich einfach runter teleportieren. Let's go! Freunde, ich habe überhaupt nichts verstanden. Was redet er dort, Leute? Aber ganz ehrlich, hättet ihr nicht auch Angst, wenn hier einfach so ein riesen Siren Head in Minecraft steht? Wenn ja, dann lasst es mich doch wissen mit einem Like auf diesem Video. Und Freunde, ich glaube, ich muss schnell runter zu Sam Lucky. Er hat sich dort unten reingebuddelt oder sowas. Okay, Freunde, schnell dahinterher. Ich darf nicht zulassen, dass er ins Enderportal kommt. Ich meine, ich will ihn ja daran hindern, dass er das Spiel durchspielt. Ich will ihn doch noch ein bisschen pranken. Okay, als was verwandeln wir uns als nächstes? Oh Mann, Freunde, es hat so lange gedauert, aber endlich! Ich bin nicht im Enderportal. Und, warte mal, mein Helm ist kaputt. Aber jetzt sieht man meine glitzernde Krone. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Let's go. Okay, ich gehe jetzt ins Enderportal. Warte mal, was, Freunde? Dort vorne ist schon das Enderportal? Das heißt,
der wird jetzt einen Enderdrachen besiegen. Okay, aber ich habe eine gute Idee, als was ich mich verwandeln kann im End. Okay, das letzte Enderauge. Auf den Moment habe ich jahrelang gewartet. Und let's go! Komm her, Semlucky, jetzt gehst du da mal schon rein. Ich habe ihm einfach Angst gemacht als so ein Kobold. Wie lustig war das bitte sehr? Er ist einfach ganz schnell dort reingesprungen. Ich würde sagen, wir springen dort hinterher und dann verwandeln wir uns als OP-Boss Enderman. Okay, Freunde, Semlucky hat sich hier schon rausgebaut. Er ist jetzt im End und ich bin jetzt auch mit ihm im End. Ich bin jetzt noch so ein kleiner komischer Kobold. Aber, Freunde, ich komme hier schnell raus und ich würde sagen, wir verwandeln uns jetzt. Genau, Freunde, wir verwandeln uns jetzt als Enderman. Aber nicht als normaler Enderman. Wir verwandeln uns zu einem OP-Boss-Mutanten-Enderman. Schaut euch das an, wie wir jetzt aussehen, Freunde. Oh, wei, ich hätte sowas von Angst, wenn ich so einem Enderman im End begegne. Und, Freunde, als OP-Mutanten-Enderman haben wir einfach dieses OP-Item. Hier mit diesem OP-Item können wir uns einfach teleportieren. Ich würde sagen, wir kommen mal in die Nähe von Semlack. So, Freunde, perfekt. Und jetzt nehmen wir uns hier einen Block und schmeißen den auf Semlucky. Oh, wow, was war denn das? Ein ganz normaler Enderman? Das ist ja gar kein normaler Enderman. Jo, das ist ein Mutanten-Enderman. Das ist ein Ende, Semlucky, komm her. Oh, er wirft einfach Blöcke. Alter, wie OP ist der denn, bitte sehr? Okay, ich muss hier ganz schnell weg. Enderperle, komm schon, bitte, rette mich. Und let's go. Oh nein, was macht hier so ein OP-Mutanten-Enderman? Ich muss hier ganz schnell weg. Komm her, Semlucky, hier ist ein OP-Mutanten-Enderman. Freunde, wie gruselig sieht der denn bitte sehr aus? Lasst jetzt ein Abo da, falls ihr nicht wollt, dass dieser OP-Mutanten-Enderman euch zu Hause besuchen kommt. Okay, Freunde, aber ich würde sagen, wir sind nicht so fies. Wir helfen mal Semlucky ein wenig und zerstören diese Cubes hier oben einfach mal. Und zack. So, Freunde, jetzt fehlen nicht mehr viele Cubes. Wir zerstören die schnell und mal schauen, wie Semlucky darauf reagieren wird, wenn auf einmal alle Cubes zerstört sind, obwohl er nicht mal alle Cubes zerstört hat. Okay, let's go. Wo sind die nächsten Cubes? Warte mal, kann es sein, dass nur noch der übrig ist? Hä? Ich habe doch bisher nur 3 Stück oder so kaputt gemacht. Warum sind die jetzt auf einmal alle weg? Naja, gut für mich, haha. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir nehmen uns hier TNT und schmeißen das auf Semlucky. Okay, wow, warum kriege ich die ganze Zeit... Ah, da ist TNT, was macht das da? Bitte sehr, weg mit TNT. Schade, dass das TNT nicht explodiert ist. Naja, Freunde, die ganzen Cubes sind zerstört. Und mal schauen, was Semlucky jetzt mit dem Enderdrachen machen wird. Wo ist hier der Enderdrache? Komm her, trau dich nur. Komm zu mir, Junge, ich habe alle Cubes zerstört. Okay, Freunde, ich bin gespannt, wie Semlucky jetzt den Enderdrachen besiegen wird. Weil wenn er den Enderdrachen besiegt, werde ich mich einfach als anderer OP-Boss verwandeln. Das heißt, als OP-Boss, der noch viel, viel krasser ist als der Enderdrache. Okay, der Enderdrache sollte jetzt One-Shot sein. Ich werde ihn jetzt vernichten. Komm her, du wirst ein blaues Wunder erleben. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Und let's hit. Semlucky hat einfach verfehlt. Egal, Freunde, ihr seht, der Enderdrache ist solo und er hat ihn einfach bekommen. Ich hab ihn besiegt. Ich bin der Beste. Bam, bam, bam. Okay, wo ist jetzt mein Preis? Freunde, aber ihr wisst nicht, was jetzt passieren wird. Nachdem er den Enderdrachen besiegt hat, würde ich sagen, verwandeln wir uns jetzt in den krassesten OP-Boss, den es überhaupt gibt. Nämlich zu diesem OP-Monster. Freunde, ich kann mich selber nicht sehen, weil es so groß ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay, Freunde, ich bin gespannt, wie Semlucky reagieren wird, wenn so ein riesiges Monster vor ihm stehen wird. Let's go, Freunde. Ich habe es geschafft. Ich habe den Enderdrachen besiegt. Ich bin einfach der Beste. Jetzt kann ich mich feiern gehen und ich würde sagen... was ist denn das? Ich würde sagen, wir aktivieren jetzt seine Superkraft in 3, 2, 1 und oh, komm her! Nein, was macht der? Oh. Oh. Ich habe doch gerade den Enderdrachen besiegt und jetzt werden wieder alle sauer auf mich. Und was ist das für ein OP-Mutanten? Freunde, Semlucky, tut mir so leid. Warte mal, ist er gerade gestorben vom Enderman? Oh nein, er hat gerade fast Minecraft durchgespielt. Er musste nur noch in dieses Portal und jetzt habe ich ihn einfach daran gehindert. Ich glaube, er ist sowas von sauer auf mich. Aber ich würde sagen, es wird Zeit, jetzt endlich den Prank aufzulösen. Leute, schaut euch das an. Hier vorne hat alles angefangen. Ich muss mich, glaube ich, entschuldigen bei Semlucky. Der ist bestimmt richtig, richtig sauer. Allein verloren. Also, ich bin mir hier aufgenommen. Was machst du denn hier? Semlucky, ich muss dir was verraten. Du musst mir gar nichts verraten. Ich habe alles verloren. Okri, du weißt gar nicht, wie ich mich fühle. Jetzt bin ich bei meinem Haus, wo ich am Anfang angefangen habe und habe gar nichts mehr. Semlucky, also ich muss dir sagen, ich war dieser Hund am Anfang, der zu dir gekommen ist. Und ich war auch am Ende dieses riesige Monster. Was? Du warst dieser Hund und du warst das riesige Monster? Du willst mich bestimmt nur verarschen. Was redest du eigentlich? Naja, um ehrlich zu sein, habe ich dich die ganze Zeit geprankt. Du hast mich geprankt, das kann doch nicht wahr sein. Nein, ich werde dich vernichten. Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch jetzt ein Like da, ein Abo und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und Leute, schaut unbedingt bei Semlucky vorbei als kleine Entschuldigung, denn er ist gerade richtig, richtig sauer auf mich. Oh nein, schnell hier weg. Wo krieg ich weg?
komm her! Okay, warte mal, Freunde. Ich habe eine Idee, als was ich mich als letztes verwandle. Sam Lucky, komm doch her! Wow, wow, wow! Ich muss hier schnell weg! Warte, ich werde von dir angezogen! Ah! Leute, was passiert hier? Ich bin einfach ein riesiger Tornado. Okay, wie machst du das überhaupt? Und warum hast du das getan?